Hallo ihr lieben Wusel da draußen, ich bin's wieder, eure Daniela. Und ich habe euch den dritten, vorletzten Teil von Bibi und Tina, der wilde Hengst, mitgebracht. Wenn ihr wissen wollt, was vorher passiert ist, schaut euch am besten die Videos auf YouTube an. Da kriegt ihr die komplette Lesung, die zwei Teile, die ich bisher gelesen habe. Aber ganz kurz zusammengefasst, im Prinzip geht es um diesen wilden Hengst, ein schwarzer, sehr schöner, wilder Hengst, der in der Nähe vom Martinshof aufgetaucht ist. Und er hat auch ein bisschen was kaputt gemacht beim Mühlenhofbauern, der sich aufgeregt hat. Und alle haben versucht, ihn zu finden. Und dann sind Bibi, Tina, Alex und Freddy seiner Spur gefolgt, den unbeschlagenen Huften. Der hat nämlich keine Hufeisen. Und dann haben sie ihn in der Tat gefunden und haben ihn eingekreist und gejagt, also vorsichtig gejagt, weil das Pferd auch Angst hatte. Und haben es dann in der Tat geschafft, der Freddy mit einem sehr kunstgerechten Lassowurf den Hengst einzufangen. Und jetzt haben sie überlegt, okay, wir bringen ihn zu Martinshof und dann schauen wir weiter und finden halt raus, wem er gehört. Das Kapitel heißt Polizei auf dem Martinshof. Frau Martin hatte gerade ein Blech mit dampfendem Butterkuchen aus dem Ofen gezogen. Sie stellte es zum Abkühlen auf die Anrichte, als sie durch das Küchenfenster Bibi, Tina, Alex und Freddy zurückkommen sah. »Nanu?« wunderte sie sich, denn Alex führte ein fremdes Pferd am Lasso. Frau Martin eilte hinaus. »Das ist ja ein prächtiger Bursche«, rief sie und trat neugierig zu dem Tier. »Vorsicht, Mutti«, warnte Tina, »der ist gefährlich.« Tatsächlich, als Frau Martin dem Hengst zu nahe kam, schnaubte er gereizt und warf den Kopf hoch. »Schon gut«, Frau Martin trat einen Schritt zurück und wandte sich an ihre Tochter. »Erzähl mal, wo habt ihr den denn her?« Tina berichtete, wie sie das Pferd eingefangen hatten. Auch Alex, Freddy und Bibi sparten nicht mit Ausschmückungen und so dauerte es ziemlich lange, bis Frau Martin die ganze Geschichte kannte. »Jetzt fragt sich bloß noch, wem das Pferd eigentlich gehört«, sagte Tina zum Abschluss. »Ja, und was wir mit ihm machen sollen, bis wir den Besitzer gefunden haben«, fügte Frau Martin nachdenklich hinzu. Darauf hatte Bibi schon eine Antwort. »Wir stellen ihn einfach auf dem Martinshof unter. Bitte, Frau Martin!« Tinas Mutter nickte. »Etwas anderes bleibt uns sowieso nicht übrig.« »In den Stall würde ich den Gaul aber nicht lassen«, wandte Freddy ein. »Der zertrümmert euch die Box.« Also wurde beschlossen, den Hengst auf die Weide zu bringen. Er ließ sich auch problemlos dorthin führen, doch auf der Koppel warf er den Kopf hin und her und versuchte mit allen Mitteln, die Lassoschlinge loszuwerden. Bibi konnte das nicht länger mit ansehen und kletterte über den Zaun. Der Hengst schnaubte wild, als sie auf ihn zutrat. »Vorsicht, Bibi«, rief Tina, »ich will ihm doch nur das Lasso abnehmen.« Bibi wandte sich an Frau Martin. »Darf ich es weghexen?« Zum Glück war Frau Martin einverstanden und Bibi hob die Arme. »Ene mene großes Los, Hengst, du bist die Fessel los. Ene mene kleiner Schnitzer, Lasso wieder beim Besitzer. Hex, hex!« Im nächsten Moment hielt Freddy das Lasso in der Hand. Der schwarze Hengst war von den Hexsternchen zurückgewichen, die aus Bibis Hand sprühten. Als er aber merkte, dass sie ihn von dem Lasso befreit hatte, wieherte er freudig auf. Er machte ein paar Schritte auf Bibi zu und senkte kurz den Kopf, als wolle er sich bei ihr bedanken. Dann galoppierte er übermütig und mit fliegender Mähne über die Koppel. Bibi hätte ihm ewig zusehen können. Doch auch um die Pferde des Martinshofes mussten sie sich kümmern. Sie mussten geputzt und gestriegelt werden. »Wenn ihr fertig seid, kommt rein«, sagte Frau Martin und ging wieder ins Haus. »Es gibt Kakao und frischen Butterkuchen.« Die vier hatten gerade mit dem Putzen der Pferde angefangen, als sie ein Motorgeräusch hörten. Ein Auto glitt durch die Toreinfahrt.
allerdings kein gewöhnliches. Es war ein Polizeiwagen. Mischlaus der Affe! Freddy kratzte sich am Kopf. Der Mühlenhofbauer hat euch die Polente auf den Hals gehetzt. Das darf doch nicht wahr sein! Tina war empört. Die Fahrertür öffnete sich und ein gemütlich wirkender Beamter stieg aus. Er hatte einen runden Kopf und einen kleinen Schnauzbart. Guten Tag, ich bin Oberwachtmeister Hubertus Schreck, stellte er sich vor und lächelte sie freundlich an. Und wer seid ihr? Ich bin Tina Martin, erwiderte Tina energisch und ging auf ihn zu. Und damit Sie es gleich wissen, Herr Oberwachtmeister Schreck, es war kein Pferd vom Martinshof. Stimmt genau. Schon trat Bibi neben sie und stemmte die Hände in die Hüften. Der Mühlenhofbauer hat sich nämlich getäuscht. Aber wir haben den Gaul schon eingefangen, erläuterte Freddy großspurig und stellte sich neben die beiden Mädchen. Abschließend erklärte auch noch Alex, es kommt jedenfalls nicht in Frage, dass der Martinshof Schadenersatz leistet. Wie bitte? Oberwachtmeister Hubertus Schreck blinzelte verwirrt, als er sich plötzlich vier entschlossenen Teenagern gegenüber sah. »Schadenersatz«, wiederholte er vorsichtig, »liegt hier etwa eine Straftat vor, von der ich nichts weiß?« In diesem Augenblick kam Frau Martin aus dem Haus. Sie hatte das Ende des Wortwechsels mitbekommen und begriff, dass hier eher ein Missverständnis vorlag als eine Straftat. Nachdem sie den Polizisten begrüßt hatte, bat sie ihn, »Bitte verraten Sie uns doch, worum es geht.« »Ja, nun«, erklärte der Mann, »es geht um ein entlaufenes Pferd.« »Um den schwarzen Hengst?«, fragte Tina. »Allerdings.« Oberwachtmeister Schreck zuckte ein wenig zusammen, als Tina sich abermals direkt vor ihm aufbaute. Er sah sie unter seinen buschigen Augenbrauen hervor misstrauisch an. »Woher weißt du das?« »Na, weil wir ihn eingefangen haben.« »Wirklich?« Auf einmal strahlte der Polizist über das ganze Gesicht und seine Augen leuchteten. »Das ist ja wunderbar. Kann ich ihn sehen?« Sie alle begleiteten den Oberwachtmeister zur Koppel, wo der Rappe friedlich graste. »Ja, das muss das Pferd sein«, murmelte der Polizist. »Es sieht genauso aus, wie Mr. Brown es beschrieben hat.« Jetzt wollte er wissen, wie und unter welchen Umständen das Pferd auf den Martinshof gekommen sei. »Das ist eine längere Geschichte«, erwiderte Frau Martin. Und da es ohnehin Zeit für den Nachmittagskaffee war, bat sie den Oberwachtmeister ins Haus. Der nahm sichtlich erfreut an. Bibi, Tina, Freddy und Alex berichteten bei Kakao und Butterkuchen zum zweiten Mal, wie sie den wilden Hengst eingefangen hatten. »Das habt ihr wirklich gut gemacht, ganz ausgezeichnet«, lobte der Polizist, als sie mit ihrer Erzählung zu Ende waren. »Ich weiß nicht, wie ich das ohne euch geschafft hätte. Mr. Brown wird sich sehr freuen.« »Ist das der Besitzer des Pferdes?«, erkundigte sich Tina. »Ja, das ist er.« Oberwachtmeister Schreck nickte, nahm einen Schluck Kaffee und begann seinerseits zu berichten. In der letzten Nacht, mitten im größten Sturm, war ein völlig durchnässter Mann in der Falkensteiner Polizeistation aufgetaucht. Sein Pferd sei soeben aus dem Pferdetransporter ausgebrochen, berichtete er. Oberwachtmeister Schreck hatte sofort ein Protokoll aufgenommen, wie es sich gehörte. Der Mann hieß Tom Brown. Er war Amerikaner und betrieb zusammen mit seiner deutschen Frau eine Western Ranch in der Nähe von Rotenbrunn. Bei dem entflohenen Pferd handelte es sich um einen amerikanischen Mustang namens Geronimo. Mr. Brown hatte ihn bei seinem letzten Amerika-Aufenthalt gekauft. Geronimo war gestern auf dem Flughafen eingetroffen. Mr. Brown hatte ihn abgeholt und in seinem Pferdetransporter nach Rotenbrunn bringen wollen. Unterwegs war das Tier bei dem Sturm aus dem Hänger geflohen. Soweit die Fakten,
Oberwachtmeister Schreck unterbrach seinen Bericht nur, um sich ein weiteres Stück von Frau Martins Butterkuchen zu genehmigen. Nachdem er sich gestärkt hatte, fuhr er fort. »Mr. Brown hat mich ausdrücklich gewarnt, dass es nicht leicht sein würde, dieses Pferd wieder einzufangen. Es ist nämlich ein ganz außergewöhnliches Tier.« Geronimo war in einer frei lebenden Mustangherde aufgewachsen. Nachdem er eingefangen worden war, hatte er mit anderen gefangenen Wildpferden auf einer Ranch gelebt. Mr. Brown hatte ihn dort entdeckt und gekauft und den Transport nach Deutschland in die Wege geleitet. Aber um Geronimo als Reittier einsetzen zu können, würde er erst an seine neue Umgebung gewöhnt und behutsam zugeritten werden müssen. Als Oberwachtmeister Schreck seinen Bericht beendet hatte, fragte Frau Martin: »Wie geht es denn jetzt weiter mit Geronimo?« »Nun«, erklärte der Oberwachtmeister, »ich informiere Mr. Brown. Der setzt sich dann mit ihnen in Verbindung und holt das Pferd ab. Damit ist der Fall dann abgeschlossen.« Er rieb sich zufrieden die Hände. »Ich darf mich jetzt von ihnen verabschieden.« Nachdem der nette Oberwachtmeister in sein Auto gestiegen und losgefahren war, widmete sich Frau Martin wieder ihrer Arbeit. Bibi, Tina, Freddy und Alex kehrten zu den Pferden zurück. Sie waren mit dem Putzen ja noch nicht fertig. Während sie striegelten und Hufe auskratzten, unterhielten sie sich über die Neuigkeiten, die sie soeben erfahren hatten. Sie hatten es also mit einem wilden Mustang aus Amerika zu tun. »Ich finde, Geronimo ist ein wunderschönes Pferd«, schwärmte Bibi. »Aber wisst ihr, was dieser Name bedeutet?« »Klar«, Freddy wusste natürlich schon wieder Bescheid, »sowas weiß man doch.« Besonders gebildet war Freddy eigentlich nicht, aber er las jede Menge Wildwestschmöker. Und dabei lernte man eben auch so einiges. »Geronimo war ein Indianer«, erklärte er, »ein berühmter Krieger vom Stamme der Apachen. Für seine Freiheit hat er mit einigen seiner Leute jahrelang gegen die US-Armee gekämpft. Obwohl sie ihm zahlenmäßig weit überlegen waren, konnten sie ihn einfach nicht kriegen, so sehr sie es auch versuchten. Geronimo ist ihnen immer wieder entwischt und hat weitergekämpft.« »Und wie ist der Kampf ausgegangen?«, wollte Bibi wissen. »Na, am Ende haben sie ihn dann doch erwischt«, erwiderte Freddy mit einem Schulterzucken. »So ist das Leben.« »Schade«, meinte Bibi. Sie war nachdenklich geworden. Auch der schwarze Hengst war als wild lebendes Pferd geboren worden. Am liebsten wäre es ihr gewesen, wenn er für immer frei über die amerikanische Prärie hätte streifen können. Nun aber stand er hier auf dem Martinshof. Plötzlich verspürte Bibi den unwiderstehlichen Wunsch, einmal, nur ein einziges Mal, auf diesem Pferd zu reiten. Als sie das den anderen sagte, warnte Tina sie: »Von dem würde ich wirklich die Finger lassen, Bibi.« Freddy stimmte ihr zu. »Nicht mal ich würde mich an diesen Geronimo noch mal heranwagen. Ich meine, wir können froh sein, dass wir ihn gefangen haben.« Freddy verstummte, denn in diesem Augenblick klingelte das Telefon im Hausflur. Die Kinder hatten die Tür einen Spalt offen gelassen. Frau Martin hob bereits den Hörer ab. »Oh, guten Tag, Mr. Brown«, rief sie erfreut. Bibi, Tina, Freddy und Alex unterbrachen ihr Gespräch und spitzten die Ohren. Viel bekamen sie allerdings nicht zu hören. »Keine Ursache, Mr. Brown. Ja, alles in Ordnung. Gut, also bis morgen. Auf Wiedersehen.« Das war so ziemlich alles, was Frau Martin sagte. Nun kam sie zu ihnen nach draußen. »Na, was hat dieser Mr. Brown gesagt?«, wollte Tina wissen. »Dass er morgen mit seinem Hänger vorbeikommt und Geronimo abholt«, erwiderte Frau Martin. »Er ist sehr froh, dass ihr ihn einfangen konntet und vor allem, dass es ihm gut geht. Er hat uns gebeten, vorsichtig zu sein, zu unserer eigenen Sicherheit. Geronimo ist zwar schon ein wenig an Menschen gewöhnt, aber immer noch ein wildes Pferd. Also nehmt euch in Acht, Kinder.« Jetzt gucken. Ah, okay.
Freiwillig komme ich dem Burschen sowieso nicht mehr nahe, lachte Freddy. Jetzt muss ich außerdem nach Hause. Aber kann ich morgen wieder vorbeikommen? Ich will sehen, wie Geronimo abgeholt wird. Na klar, nickte Tina und lächelte ihm zu. Freddy strahlte zurück. Super, und wie wär's, wenn wir dann eine Runde auf meine Maschinchen drehen, Tina? Wir könnten nach Falkenstein fahren und Eis essen. Als Alex das hörte, biss er sich auf die Lippen. Dieser Freddy war wirklich aufdringlich. Er machte sich eindeutig an Tina heran. Aber die würde ihm sicher gleich eine gesalzene Abfuhr erteilen. »Ja, gerne«, sagte Tina. »Das wird bestimmt lustig.« Alex fiel das Kinn herunter, während Freddy selbstsicher nickte, als hätte er keine andere Antwort erwartet. Nachdem er sich wieder in seine Motocross-Klamotten geworfen hatte, stieg er auf sein Maschinchen. »Also, bis morgen«, rief er und brauste davon. Tina winkte ihm hinterher. Dabei meinte sie zu Bibi, »Eigentlich ist Freddy ein ziemlich cooler Typ, oder? Ich glaube, ich habe ihn bisher immer unterschätzt.« Alex bekam einen Hustenanfall. »Außerdem kann man sich auf ihn verlassen«, fuhr Tina fort und warf Alex einen Seitenblick zu. »Anders als bei einem gewissen Grafensöhnchen.« Was war hier? Entschuldigung. So. Alex lief rot an und bohrte mit seinem Stiefelabsatz einen Kieselstein in den Boden. Sagte er, »ich werde mich jetzt auch auf den Heimweg machen.« Er hoffte, dass Tina ihn zurückhalten oder zumindest irgendwas Nettes zum Abschied sagen würde, aber das tat sie nicht. »Okay«, das war alles, was sie sagte. Alex holte tief Luft. »Morgen früh, da kann ich leider nicht kommen. Ich meine, wenn Geronimo abgeholt wird«, stotterte er. »Ja, ja, ich weiß«, sagte Tina gleichgültig. Und dann wandte sie sich, als ob sie ihn bereits vergessen hätte, an Bibi. »Komm, wir bringen die Pferde in den Stall.« Deren Fell glänzte und schimmerte inzwischen vom Striegel. Tina nahm Amadeus und Pascal am Zügel, während Bibi ihre Stute Sabrina führte. »Also, dann tschüss«, stammelte Alex noch. Aber das schien Tina schon gar nicht mehr zu hören. Mit hängenden Schultern schlurfte er zu Maharaja und stieg auf. Eigentlich hätte er sich beeilen müssen, um rechtzeitig auf Schloss Falkenstein zu sein. Sein Vater legte nämlich größten Wert darauf, das Abendessen pünktlich und mit ihm gemeinsam einzunehmen. Aber Alex hatte keine Lust, sich zu beeilen. Ihm war einfach nicht nach Galopp zumute. Tina hatte ihn eiskalt abblitzen lassen. Alex konnte das einfach nicht fassen. Im Schritttempo trottete er vom Martinshof. Als er so durchs Hoftor ritt, meinte Bibi zu ihrer Freundin, »Musste das denn wirklich sein, Tina? Der Arm ist ja ganz fertig.« Doch Tina zuckte ungerührt mit den Schultern. »Ach was«, sagte sie, »der kann ruhig noch ein bisschen schmoren.« Äpfel für Geronimo. Es wurde Abend auf dem Martinshof. Die Tiere waren hungrig und mussten gefüttert werden. Frau Martin versorgte die Kühe und Hühner, während Bibi und Tina sich um die Pferde kümmerten. Als sie damit fertig waren, füllte Bibi noch je eine Kelle Hafer und Pellets in einen Blecheimer. Tina lächelte. »Das bringst du Geronimo, stimmt's?« »Klar, der braucht doch auch mal was Ordentliches zu fressen.« »Aber sei vorsichtig«, warnte Tina. »Wir sehen uns dann beim Abendessen.« »Okay.« Bibi schlenderte mit dem Eimer zum Gatter der Koppel und stellte ihn dort erst einmal ab. Sie verschränkte beide Arme auf dem Gatter und stützte ihr Kinn darauf. Wie Geronimo so auf der Koppel stand, die untergehende Sonne im Hintergrund, hätte er ein tolles Motiv für eine kitschige Postkarte abgegeben. Aber Bibi genoss den Anblick trotzdem. »Komm, Geronimo«, rief sie nach einer Weile, »ich hab dir was zu fressen mitgebracht.« Sie hob den Eimer. Aber das Pferd wandte nur kurz den Kopf, dann drehte es Bibi sein Hinterteil zu. Geronimo schien weder Interesse an Futter
noch an Bibi zu haben. Doch so leicht gab sie sich nicht geschlagen. Sie hatte plötzlich eine Idee. Im Obstgarten neben der Koppel lagen bestimmt noch jede Menge Äpfel von dem Baum, den Freddy heute Vormittag gefällt hatte. Diese unglaublich leckeren kleinen roten Äpfel, auf die Sabrina und Amadeus ganz wild gewesen waren. Die schmeckten bestimmt auch Geronimo. Sie kletterte über das Gatter und rannte zur anderen Koppelseite, wo der Obstgarten angrenzte. Geronimo wandte den Kopf, um sie zu beobachten. Bibi schlüpfte unter dem Zaun zum Obstgarten hindurch. Oder Ostgarten. Also hier steht Ostgarten. Ich weiß nicht, ob die auch einen Westgarten haben. Ich glaube, es ist ein Druckfehler. Obstgarten hindurch, griff sich ein paar Äpfel und stopfte sie in ihre Hosentaschen. Dann schlüpfte sie auf die Koppel zurück und ging langsam auf Geronimo zu. »Guck mal«, rief sie und hielt einen besonders schönen roten Apfel hoch. Der Hengst hob den Kopf. Seine Ohren zuckten leicht. »Der ist für dich!« Bibi blieb stehen, warf den Apfel in die Luft und fing ihn wieder auf. Das weckte Geronimos Neugier und er setzte sich langsam in Bewegung. 2-3 Meter vor Bibi blieb er stehen. Er streckte den Kopf vor und beäugte den Apfel. Bibi konnte förmlich spüren, wie es in ihm arbeitete. Soll ich oder soll ich nicht? Sie machte einen Schritt auf Geronimo zu und hielt ihm den Apfel unter die Nase. Er brauchte ihn sich bloß noch zu schnappen. Aber stattdessen stieß er Luft durch die Nüstern und warf den Kopf stolz zurück. Gemächlich trottete er wieder in die Mitte der Koppel und zeigte Bibi abermals sein Hinterteil. Bibi war enttäuscht. »Also wirklich, du eingebildeter Hengst«, rief sie ärgerlich. Sie kletterte über den Koppelzaun wieder nach draußen und lehnte sich schmollend dagegen. »Doofes Pferd«, dachte sie, »du kannst mir echt gestohlen bleiben.« Doch dann wurde ihr klar, dass sie auf diese Weise niemals Geronimos Vertrauen gewinnen würde. Aber genau das war es, was sie wollte, das begriff sie plötzlich. Bibi überlegte. Plötzlich spürte sie eine leichte Berührung an der Schulter und wandte sich um. »Geronimo!« Während sie nachgedacht und nicht auf ihn geachtet hatte, war der Hengst näher gekommen. Er hatte sie mit seinen weichen Nüstern angestupst. Und noch immer stand er direkt vor ihr, keine Armlänge entfernt. »Willst du jetzt vielleicht einen Apfel?« Bibi beeilte sich, einen aus der Hosentasche zu ziehen. Und diesmal nahm Geronimo den Apfel aus ihrer Hand. Er schien wirklich Hunger zu haben, denn er verputzte einen Apfel nach dem anderen. Ich muss jetzt mal einen Schluck trinken. Bibi schaute ihm mit seligem Lächeln zu. »Ja, die schmecken dir, mein Guter, nicht?« Sie konnte der Versuchung nicht widerstehen und streckte die Hand aus. Sie wollte Geronimo streicheln, doch der Hengst wich sofort zurück. Ruhig schritt er auf die Koppel hinaus und blieb dort reglos stehen. Es sah aus, als würde er nachdenklich in die Ferne blicken. »Die Sonne hing bereits über den Wipfeln des Falkensteiner Forstes«, bemerkte Bibi nun. »Bald würde sie ganz verschwunden sein. Dafür war bereits ein blasser, aber vollkommen runder Mond am dämmerigen Abendhimmel erschienen. Heute Nacht war Vollmond. Es war kühl geworden und Bibi fröstelte. Doch sie spürte, dass etwas Wichtiges geschehen war. Geronimo hatte Futter von ihr angenommen. Selbst wenn er ihr noch nicht ganz vertraute, so waren sie sich doch ein bisschen näher gekommen. Auch beim Abendessen war Geronimo Gesprächsthema. Bibi erzählte, dass er ihr aus der Hand gefressen hatte, aber Frau Martin dämpfte ihre Begeisterung. »Geronimo ist immer noch ein wildes Tier, Bibi.
Vielleicht hat er sich ja schon ein bisschen an dich gewöhnt, aber im Ernstfall gehorcht er seinen Instinkten. Also sei bitte vorsichtig. Geronimo wird eines Tages sicher ein wunderbares Reitpferd sein. Aber bis dahin braucht es viel Geduld. Hoffentlich hat dieser Mr. Brown so viel Geduld, meinte Tina und biss in ihr Käsebrot. Frau Martin nickte zuversichtlich. Am Telefon hatte ich den Eindruck, dass Geronimo ihm sehr am Herzen liegt. Tja, wenn heute Nacht nichts mehr passiert, kann er ihn morgen früh mitnehmen, sagte Tina. Was soll schon passieren? warf Bibi ein. Doch Frau Martin war skeptisch. Pferde sind Fluchttiere, Bibi, erklärte sie. Und wie gesagt, Geronimos Instinkte sind sehr stark. Immerhin ist er schon einmal weggelaufen. Wenn ihn etwas erschreckt, kann das wieder passieren. Bibi wurde nachdenklich. Sie biss in eine Essiggurke und kaute eine Weile darauf herum. Dann schlug sie vor. Tina, wie wär's, wenn wir heute oben auf dem Heuboden schlafen? Ich meine, die Koppel liegt gleich nebenan und wir könnten eingreifen, wenn etwas mit Geronimo ist. Es knackte, als sie abermals von ihrer Gurke abbiss. Zur Not könnte ich auch hexen. Ist es denn nicht schon zu kalt, um im Stall zu schlafen? Wandte Frau Martin ein. Es war immerhin Oktober. Aber Bibi und Tina versicherten ihr, dass sie sich mit Schlafsäcken und Decken ein warmes, gemütliches Lager im Heu einrichten würden. Außerdem ist heute Nacht Vollmond, fügte Bibi bedeutungsvoll hinzu. Darauf reagieren nicht nur Hexen ziemlich stark, sondern auch wilde Tiere. Und sie haben ja selbst gesagt, dass bei Geronimo die Instinkte sehr stark sind. So, na, wenn du meinst, dass der Vollmond gefährlich werden kann, schmunzelte Frau Martin. Ich jedenfalls schlafe immer wie ein Murmeltier, egal ob Vollmond ist oder nicht. Jedenfalls hatte sie nichts mehr dagegen, dass die beiden Mädchen auf dem Heuboden schliefen. Also brachten Bibi und Tina ihre Schlafsäcke, Decken, eine Taschenlampe und eine Packung Kekse zum Stall und richteten sich oben auf dem Heuboden ein. Bald darauf war auf dem Martinshof alles dunkel. Nur durch das Giebelfenster des Pferdestalls fiel ein schwacher Lichtschein. Drin verbreitete die Taschenlampe dämmeriges Licht. Bibi lag auf dem Rücken, den Hinterkopf auf ihren Unterarm gestützt. Sie knabberte an einem Keks, während sie gedankenverloren die Schatten an der Decke betrachtete. »Ach, was gibt es Schöneres!« seufzte sie glücklich. Sie stützte sich auf den Ellbogen und sah Tina zufrieden an. »Ich freue mich so, nochmal hier auf dem Heuboden zu schlafen«, sagte sie. »Das ist bestimmt das letzte Mal dieses Jahr.« Doch ihre Freundin Tina wirkte alles andere als glücklich. »Ja, Tina sah ganz traurig und bedrückt aus.« »Tina, was ist denn?« erkundigte sich Bibi erschrocken. Doch auf einmal wusste sie von selbst Bescheid. »Es ist wegen Alex, stimmt's?« Tina nickte bloß. Den ganzen Tag über hatte sie so getan, als würde ihr der Krach mit ihrem Freund nichts ausmachen. Da viele aufregende Dinge passiert waren, hatte sie tatsächlich nicht viel darüber nachgedacht. Wenn Alex keine Zeit für sie hatte, bitteschön, sie würde auch ohne ihn zurechtkommen. Das hatte sie sich vorgenommen und das hatte auch gut funktioniert. Bis jetzt. Nun, da der Tag zu Ende ging, musste sie doch an ihn denken. »Dieser blöde Kerl«, sagte sie, »ich bin ihm überhaupt nicht wichtig.« Traurig blickte sie ihre Freundin an. »Sei bloß froh, dass du keinen Freund hast, Bibi. Das ist manchmal ganz schön anstrengend.« »Aber manchmal auch schön, oder?« Bibi schmunzelte. Sie setzte sich auf und sagte, »Du, Tina, ich glaube, ich habe mich auch verliebt. Naja, jedenfalls so ähnlich.« Der traurige Ausdruck auf Tinas Gesicht war im Nu wie weggeblasen. Sofort setzte sie sich ebenfalls auf und blickte Bibi neugierig an. »Echt? In wen denn? In einen Jungen aus deiner Klasse in Neustadt? Quatsch!« Bibi schüttelte den Kopf. »In Geronimo.
Ich finde, er ist irgendwie ein ganz besonderes Pferd. Ich muss die ganze Zeit an ihn denken. Bibi knabberte wieder an ihrem Keks. Ich würde so gerne mal auf ihm reiten. Das wäre bestimmt toll. Entschuldigung, Sauerstoffmangel. Tina kicherte. Sag das bloß nicht so laut, Bibi. Sonst hört es noch Sabrina da unten und wird eifersüchtig. Jetzt musste auch Bibi kichern. Ach was, bestimmt nicht. Aber Alex war heute ganz schön eifersüchtig, glaube ich. Und ich finde, er hatte Grund dazu. Alex? Eifersüchtig? Wieso? Tina gab sich vollkommen ahnungslos. Auf wen denn eigentlich? Na, auf Freddy natürlich. Du und der Sheriff. Ihr habt euch ja heute ziemlich gut verstanden. Als Tina das hörte, lachte sie laut auf. Aber dann meinte sie leise, wenn es stimmt, dass Alex eifersüchtig ist, interessiert er sich ja vielleicht doch noch für mich, oder? Bibi schüttelte den Kopf. Echt, Tina, ihr Verliebten seid manchmal ganz schön bescheuert, sagte sie aus vollem Herzen. Natürlich interessiert sich Alex für dich, das sieht doch jeder. Meinst du? Na klar! Tina legte sich wieder hin und dachte nach. Dann knipste sie die Stalllampe aus. Es wurde dunkel im Stall. Nach einer Weile hörte Bibi ihre Stimme. Danke, Bibi. Jetzt geht es mir viel besser. Bibi lächelte. Gute Nacht, Tina. Gute Nacht, Bibi. Bibi roch den Duft des Heus und der Pferde. Manchmal drang ein leises Schnauben von unten zu ihnen herauf. Es war sehr gemütlich. Bald waren die beiden Mädchen eingeschlafen. Auf dem Martinshof war es jetzt vollkommen dunkel. Alle Lichter waren gelöscht. Nur am Himmel stand groß und leuchtend der Vollmond. So, ich denke, wir machen heute bis hier. Oh nee, das sind noch 70 Seiten, Leute. Das wird ja, nee, wir müssen noch weiterlesen. Da führt kein Weg dran vorbei. Krass. Wahnsinn. Warte, ich guck kurz nach. Also ein Kapitel auf jeden Fall noch. Ja, ein Kapitel noch. Und zwar ein waghalsiger Plan. Graf Falco von Falkenstein spazierte nach dem Abendessen in seinem Rosengarten auf und ab. Er liebte es, nach des Tages Mühen, wie er zu sagen pflegte, die Schönheit und den Duft der Rosen zu genießen. Eben noch hatte er darüber nachgesonnen, ob wohl die frühe Rosenblüte im Mai die schönere sei oder aber die späte jetzt im Oktober. Eine schwierige Frage, wie er fand, und während er darüber nachdachte, zupfte er liebevoll alte verdorrte Blätter und Blüten von den Rosensträuchern. Ja, an seine Rosen durfte niemand anders als er selbst. Um die kümmerte er sich höchstpersönlich. Da hörte er Hufgetrappel. Sein Sohn Alexander trabte durch das Schlosstor. Er saß ab und kam mit Maharaja auf ihn zu. Guten Abend, Vater. Graf Falco zog die Augenbrauen zusammen. Wie schön, dass der verlorene Sohn endlich heimzukehren beliebt, sagte er mit tadelndem Unterton. Leider musste ich heute ohne deine geschätzte Anwesenheit zu Abend speisen. Tut mir leid, Vater, erwiderte Alex gewohnheitsmäßig. Ich war bei Tina, es ist später geworden. Nach dieser Begrüßung hatte Alex nicht die geringste Lust, seinem Vater zu erklären, was heute vorgefallen war und warum er sich verspätet hatte. Weder die Geschichte mit Geronimo noch den Streit mit Tina erwähnte er. Dass es später geworden ist, das sehe ich allerdings, erwiderte der Graf gedehnt. Er zog seine goldene Taschenuhr hervor, ließ sie aufschnappen und warf einen Blick darauf. Dir dürfte klar sein, dass die Küche bereits geschlossen hat. Falls du also Hunger hast,
wirst du dir schon selbst etwas zubereiten müssen. Ja, Vater, Alex nickte. Ich bringe erstmal Maharaja in den Stall. Einen Moment noch, bitte. Graf Falko runzelte noch mehr die Stirn. Morgen früh um 8 kommen die Handwerker, wie du dich vielleicht entsinnst. Ich wünsche, dass du ausnahmsweise einmal pünktlich zur Stelle bist. Ich wiederhole, pünktlich. Alex nickte abermals. Ja, Vater. Er führte Maharaja zum Stall. Er wollte jetzt nur noch seine Ruhe haben, und als Harry, der Stallknecht, sich in seiner brummigen Art erbot, sich um Maharaja zu kümmern, winkte Alex ab. »Vielen Dank, Harry, das mache ich schon selbst.« »Wollen Sie nicht zuerst etwas essen?« fragte der Stallknecht nun etwas freundlicher. »Ich habe keinen Hunger«, erwiderte Alex. »Sie können Feierabend machen.« »Da fliegt gerade was rum.« Ja, nein, weg. Das war leider nicht, wurde nicht gefangen. Ehrlich? Ja. Gut. Ich habe eine Meisterjägerin hier bei mir. So, kein Hunger. Sie können Feierabend machen. Harry lächelte ihm dankbar zu und verschwand aus dem Stall. Alex hatte wirklich keinen Hunger. Der Streit mit Tina, der unerfreuliche Abschied von ihr, die ebenso unerfreuliche Begrüßung durch seinen Vater und die Aussicht auf morgen, all das verdarb ihm gründlich den Appetit. Maharaja zu putzen und zu striegeln, das würde seine Laune hoffentlich wieder etwas heben. Er sattelte den Rappen ab und machte sich gleich an die Arbeit. Die gewohnten Handgriffe, die gleichmäßigen Bewegungen mit Kardetsche, und Striegeln und der Geruch und die Nähe des Pferdes, das alles hatte etwas äußerst Beruhigendes. Alex hatte die Erfahrung schon oft gemacht. Wenn er Probleme hatte, reichte es, eine Weile auf Maharaja durch die Gegend zu reiten und ihn anschließend zu putzen. Dabei konnte er am besten nachdenken, und wenn Maharaja dann mit glänzendem Fell vor ihm stand, waren seine Probleme gewöhnlich gelöst. Heute jedoch war es anders. Alex war unkonzentriert und fahrig und Maharaja spürte das. Immer wieder schnaubte er irritiert. »Tut mir leid, mein Guter«, entschuldigte sich Alex. »Ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist.« Mehr schlecht als recht brachte er die Prozedur zu Ende, gab Maharaja seine Ration Hafer und verließ den Stall. Er beschloss, noch ein wenig zu lesen und dann früh zu Bett zu gehen. Doch zuerst musste er seinem Vater gute Nacht sagen, auch etwas, worauf Graf Falko von Falkenstein großen Wert legte. Er hatte sich inzwischen von seinen Rosen verabschiedet und war noch einmal in sein Arbeitszimmer gegangen, um den Kostenvoranschlag der Dachdeckerfirma zu prüfen, der ihm heute per Fax zugegangen war. Das scheint ein altes Buch zu sein. Ihr wisst vielleicht nicht, was ein Fax ist. Ein Fax ist praktisch der Vorgänger von E-Mail, mit dem man Briefe aus Papier digital verschicken konnte und sie dann aber auf Papier bei jemand anderem wieder ausgedruckt wurden. Gibt's heute so gut wie nicht mehr. Und er hat es eben per Fax den Kostenvoranschlag bekommen. Denn darüber würde er morgen noch einmal verhandeln müssen. Der Preis schien ihm unverhältnismäßig hoch. In diesem Moment klopfte es an die Tür und Alexander betrat zögernd das Arbeitszimmer. Der Graf sah von seinen Unterlagen auf. »Ja, was gibt es denn?« »Ich wollte dir gute Nacht sagen«, entgegnete Alex. »So früh? Nun, dann gute Nacht, mein Sohn.« »Gute Nacht, Vater.« Alex wollte die Türe wieder schließen. »Alexander«, vernahm er da die fragende Stimme seines Vaters und öffnete die Tür wieder einen Spalt. Graf Falko nahm sein Monokel ab und betrachtete seinen Sohn prüfend.
Was ist los mit dir, Alexander? Du scheinst mir heute nicht ganz auf der Höhe zu sein. Alex spürte, dass sein Vater es eigentlich gut mit ihm meinte und ihm auf seine Art Hilfe anbot. Doch er war jetzt nicht in der Stimmung, mit ihm zu reden und schüttelte etwas trotzig den Kopf. Alles in Ordnung, Vater, höchstens ein paar Probleme mit Tina, fügte er dann noch hinzu. So, so, die Liebe also. Ein amüsiertes Lächeln erschien auf den Lippen des Grafen. Ja, das kenne ich. Ich meine, da ist es mir früher gelegentlich ähnlich ergangen. Er nickte seinem Sohn aufmunternd zu. Aber das gibt sich. So ganz schien der Aufmunterungsversuch nicht geglückt zu sein, denn Alex' Miene blieb weiterhin ernst und verschlossen. Ja, Vater, sagte er, nur sicher hast du recht. Aber noch war er nicht entlassen. Alexander, sagte Graf Falco, diesmal mit etwas eindringlicherer Stimme, falls dir etwas auf dem Herzen liegt, das du mit mir besprechen möchtest, stehe ich dir zur Verfügung. Danke, Vater, aber im Moment ist das nicht nötig, erwiderte Alex. Wie du meinst. Und nun schloss Alex die Tür endgültig. Graf Falco setzte sein Monokel wieder auf und blickte eine Weile sinnend vor sich hin. »Ach ja, die süßen Sorgen der Jugend«, murmelte er und versank für einige Minuten in Erinnerungen. Dann aber gab er sich einen Ruck und wandte sich wieder seinen Unterlagen zu, um die einzelnen Posten auf dem Kostenvoranschlag der Dachdeckerfirma einer genaueren Prüfung zu unterziehen. Alex hingegen, nachdem er geduscht, Zähne geputzt und sich einen Pyjama angezogen hatte, ging auf sein Zimmer. Er stand eine ganze Weile unschlüssig vor dem Bücherregal, bis er schließlich ein Buch über Pferderassen herauszog. Darin befand sich auch ein Kapitel über amerikanische Mustangs. Die Mustangs stammten von den Rassepferden der Spanier ab, die diese im 16. Jahrhundert in Amerika zurückgelassen hatten, als sie das Aztekenreich erobert hatten, las Alex. Durch ihr freies Leben in der Wildnis hatten sie sich zu extrem starken, zähen und schnellen Pferden entwickelt. Sie lebten in Herden, die von einem Leithengst angeführt wurden und waren sehr gesellig, verspielt und intelligent. Sie besaßen granitharte Hufe, mit denen sie sich gegen jeden Feind verteidigen konnten und mussten nicht extra beschlagen werden. Alex blickte von seinem Buch auf. Er dachte an Freddy, denn der hatte entdeckt, dass Geronimo unbeschlagen war. Ja, Freddy hatte heute einen guten Tag gehabt, das musste Alex zugeben. Tina hatte sich auch sehr gut mit ihm verstanden, während sie Alex kaum eines Blickes gewürdigt hatte. Sie war sauer auf ihn, wegen der anstehenden Dacharbeiten. Warum verstand sie nicht, wie wichtig es war, Schloss Falkenstein stets in bestem Zustand zu erhalten, überlegte Alex. Immerhin war das Schloss seit über 750 Jahren in Familienbesitz. Alex schüttelte den Kopf. Seine Gedanken hatten ihn überrumpelt. Dabei hielt er noch immer das Buch über Pferderassen in der Hand. Nun las er weiter. Die hervorragenden Eigenschaften der Mustangs hatten sie bei den Indianern und später auch bei den Cowboys zu beliebten Reitpferden gemacht. Allerdings waren sie durch das freie Leben in der Prärie auch zu äußerst eigenwilligen und stolzen Tieren geworden, deren Vertrauen nur schwer zu gewinnen war. Sie mussten behutsam gezähmt und zugeritten werden. Sobald sie jedoch jemandem ihr Vertrauen geschenkt hatten, waren sie die treuesten und besten Reittiere, die man sich wünschen konnte. So endete das Kapitel. Alex schlug das Buch zu und stellte es zurück ins Regal. Er beschloss, ins Bett zu gehen, sonst würde er sich ohnehin nur wieder nutzlose Gedanken machen.
Morgen würde die Welt schon wieder ganz anders aussehen. Hoffentlich. Alex legte sich ins Bett und schloss die Augen. Doch sofort kamen die Erinnerungen an den vergangenen Tag zurück. Der Streit mit Tina an der alten Eiche, wie er mit Freddy durch den Mühlenbach geritten war und wie Freddy ihm erklärt hatte, dass er ihn für ein Weichei hielt, dass er keinen Mumm in den Knochen habe. Und wie dieser unverschämte Bursche ihm auch noch von Mann zu Mann gesagt hatte, dass er vorhabe, sich mit Tina zu verabreden. Alex' Herz pochte plötzlich schneller. Ob Tina ihn auch für ein Weichei hielt? Ob sie ebenfalls fand, dass er keinen Mumm in den Knochen hatte? Sie hatte erwidert, ja gerne, das wird bestimmt lustig, als Freddy sich mit ihr verabreden wollte. Plötzlich schoss Alex ein schrecklicher Gedanke durch den Kopf, so schrecklich, dass er sofort die Augen aufriss. Was, wenn Tina sich in Freddy verliebte? Oder sich bereits in ihn verliebt hatte? Alex versuchte sich zu beruhigen. Nein, jetzt ging seine Fantasie mit ihm durch. Andererseits, er würde Tina wegen der Dacharbeiten eine Weile nicht sehen können. Und wie er Freddy einschätzte, würde der natürlich täglich mit seinem blöden Maschinchen auf der Matte stehen, um mit Tina eine Runde zu drehen. Und Freddy war kein Weichei. Freddy hatte Mumm in den Knochen. Der konnte mit der Motorsäge umgehen und fliehende Mustangs mit dem Lasso fangen. Wie hatte Tina gesagt? Freddy ist eigentlich ein ziemlich cooler Typ. Das hatte sie doch gesagt, oder? Habe ich noch einen Schluck Wasser? Moment. Alex hielt es nicht länger im Bett aus. Er warf die Decke zurück und stand auf. Unruhig trat er ans Fenster. Am nächtlichen Himmel leuchtete hell der Vollmond. Alex zwang sich, einige Male tief durchzuatmen. Schließlich wurden seine Gedanken ruhiger. Er musste mit Tina reden. Ja, am besten noch heute Nacht. Er würde einfach auf Maharaja steigen und zum Martinshof reiten. Jetzt sofort. Er würde kleine Steinchen an Tinas Fenster werfen und ihr alles erklären. Und dann würden sie sich wieder versöhnen. Aber würde Tina das Fenster überhaupt öffnen, wenn sie ihn sah? Und selbst wenn, was würde sie sagen? Wahrscheinlich, dass er sich wieder nach Hause scheren solle, zu seinem Vater, dass er sich ausschlafen solle, um fit zu sein für die Dachdecker. Alex ballte seine Hände zu Fäusten. Nein, er musste Tina einen guten Grund liefern, sich wieder mit ihm zu vertragen. Alex erinnerte sich, wie kühl sie ihn beim Abschied behandelt hatte. Eiskalt hatte sie ihn abserviert. Wenn er nur daran dachte, bekam er eine Gänsehaut. Alex starrte verzweifelt zum Vollmond hinauf. Was sollte er bloß tun? Auf einmal sah Alex nur noch diese helle, runde Scheibe am nächtlichen Himmel. Magisch zog sie seinen Blick an. Während er so dastand, fiel ihm wieder ein, was er eben gelesen hatte. Mustangs müssen gezähmt und zugeritten werden, murmelte er gedankenverloren. Auch Freddys Worte fielen ihm wieder ein. Nicht einmal ich würde mich an diesen Geronimo nochmal heranwagen. Das hatte Freddy gesagt. Auf einmal fügte sich alles zusammen, wie Puzzleteile, die ein Bild ergaben. Ein Plan nahm in Alex' Kopf Gestalt an. Ein waghalsiger, ein kühner Plan. Wenn er ihn ausführte, würde ihn niemand mehr Weichei nennen und behaupten, er habe keinen Mumm in den Knochen. Und wenn er dann Steinchen an Tinas Fenster warf, dann würde sie ihm mit Sicherheit öffnen. 2 Stunden später, mittlerweile schlief auch der Graf tief und fest, öffnete sich leise die Tür von Alexanders Zimmer. Er trat auf den Flur.
Alex trug seine Reitsachen, seine Stiefel hielt er in der Hand. Auf Zehenspitzen schlich er den Gang entlang, am Schlafzimmer seines Vaters vorbei und dann die Treppe hinunter in die Halle. Kurz darauf hatte er das Schloss verlassen. Draußen zog er die Stiefel an. Im Mondlicht rannte Alex über den Schlosshof zum Stall, der sich an der Schlossmauer befand. Er schob die knarrende Tür auf und schlüpfte hinein. Maharaja schnaubte aufgeregt, als Alex ihn sattelte und säumte. »Psst, Maharaja«, flüsterte Alex und tätschelte ihm den Hals. Als sich das Pferd beruhigt hatte, führte er es am Zaumzeug aus dem Stall. Nun musste er noch das schwere, schmiedeeiserne Tor hinter sich lassen. Dann war es geschafft. Dahinter führte er Maharaja noch ein Stück weiter, dann saß er auf. »Los, Maharaja!« Der edle Vollblut-Araber galoppierte los. Den Weg zum Martinshof hätte Alex selbst im Schlaf gefunden. Doch als er ihn erreichte, lenkte er Maharaja nicht durch das Hoftor wie sonst, sondern ritt auf dem Feldweg weiter, der am Martinshof vorbeiführte. Direkt neben der Pferdekoppel saß er ab. Da um diese Zeit sicher kein Auto mehr vorbeikommen würde, bat er Maharaja einfach am Zaun fest. Geronimo hatte sich zwischen den beiden Bäumen in der Mitte der Koppel am Boden ausgestreckt. »Schlief er etwa?« »Gleich bist du hellwach«, dachte Alex und kletterte über den Zaun. Entschlossen schritt er auf den wilden Mustang zu. Alex, wenn das mal gut geht. Naja, ihr seht, wir haben noch ungefähr ein Viertel vom Buch zu lesen. Das werdet ihr, wenn ich mich recht erinnere, wie ich das geplant habe, wahrscheinlich genau heute in 2 Wochen online finden. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Sommer mit ganz viel Sonne und noch keiner Schule hoffentlich. Und viel Schwimmbad und Eiscreme und Pommes. Aber esst auch euer Gemüse, damit ihr gesund bleibt. Ihr wisst Bescheid. Macht's gut, eure Daniela.